Okay. Ivaldi hat gesagt, ich soll ihn treffen, bevor Ding, wenn ich bereit bin dazu. Also soll ich alles erledigen, was ich noch zu erledigen habe, ne? Tor verleiht mir Kraft. Naja. Ach, der hat was fallen lassen. Eine Rune. Ah. Jawohl. Gut. Gehen wir in die Zwergenzuflucht nochmal. Stylen uns ein bisschen um. Gucken noch, was wir verbessern können. Und dann erledigen wir den ganzen Schrott, den wir noch erledigen müssen. Noch ein paar Sachen müssen wir holen. Willst du dich nützlich machen? Ja. Wieso bist du hier? Wieso bist du hier? So, erstmal verkaufe ich den ganzen Shit hier. Oh, ein Ase! Du liebes Bisschen! Dir ist doch niemand gefolgt, oder? Mir folgen Lieder über meine Taten, keine Feinde. Gut, wenn du meinst. Nur wenige wissen um diesen Ort. Nicht einmal die anderen Zwerge kennen ihn. So soll es auch bleiben. Okay, alles klar. Du willst nicht entdeckt werden, oder? Geheimhaltung ist euch hier noch wichtiger als allen anderen, scheint es. Aber sicher, der Ort hier war gerade frisch entdeckt, als wir angegriffen wurden. Wir, die in der Nähe waren, wurden schnell hineingescheucht. Jetzt dürfen wir nicht auffallen. Fremde, die hier ein- und ausgehen und uns wer weiß wen anschleppen, brauchen wir sicher nicht. Ich bin kein Freund von Feuer oder Eisriesen. Schön zu hören. Auf, dass es auch so bleibe. Okay, zeig mir deine Waren. Ich glaube, du hast sowieso nichts für mich. Nein. Das ist immer dasselbe. Ich will nur mein Zeug verkaufen. Zack. Sonst noch was? Alter, ich habe einfach 10.000. 10.000 Silber habe ich. Davon. Okay. Ah. Er ist zurück. Hast du einen neuen Entwurf für mich? Mit wem redet der denn? Was kannst du mir heute anbieten? So. Wir haben eine neue Tätowierung. Oh, die ist ja cool. Hm. Finde ich jetzt nicht so nice. Aber die sieht irgendwie cool aus. Nur schade, dass die auf einer Hälfte ist. Hm. Ja, das finde ich jetzt auch nicht so nice. Aber die ist echt cool, oder? Ich nehme die hier. Mit der Augenklappe? Na, egal. Gut. Ja, diesen riesigen Rauschebart machen wir jetzt mal weg. Ah, jetzt ein richtiger Odin-Bart hier. Bam. Dann Haare. Machen wir auch so richtige Odin-Haare. Genau. Dass man die Tätowierung sieht. Perfekt. Langes Haar. Odin-gerecht. Gut. Sonst noch etwas? Nein. Das wäre alles. Vielleicht sollte ich lieber woanders hin. Dann würden wir nicht hier unten festsitzen. Wenn ich mal... Frithjof, Gewölbebrecher, Reliktsucher, der Blinde, der nun sieht... Und du bist nur ein halber Arschling. Nicht schlecht für einen einäugigen Asen. Achte auf dich und wisse, dass du in Asgard stets willkommen bist. Wir haben Med, der dich wieder erblicken lässt. Ja, das lehne ich vielleicht lieber ab. Die sind so schwer, dass meine Hornhautblasen hat. Ich kenne dich ganz sicher. Was suchst du hier? Neuer Mantel. Wie wär's mit einem neuen Mantel? Geht mir aus dem Weg. Ah, schön, dich wiederzusehen. Danke. Aber warte mal, ich will mal kurz gucken, ob ich den Hugar verbessern kann. Ach, scheiße, mir fehlen. Hä, ich hab doch gesammelt. Ah, ich hab gespendet, stimmt. Ah, ich hab den Quarz gespendet, ich bin so dumm.
Na egal. Herzen habe ich auch keine. Ey. Die letzte Macht habe ich auch noch nicht. Unentdeckte Kraft. Gut. Wir haben einen neuen Mantel. Würde ich gerne reinschallern. Machen wir mal den weg. Der neue Mantel. Weiß nur nicht, welcher das ist. Ja, hier, oder? Zwergenmantel. Jüttener. Ja, der Jüttener Mantel. Das ist doch der neue. Den kenne ich. Den Feuerriesenmantel hatte ich ja an. Machen wir mal den hoch. Jetzt haben wir den Jüttener Mantel. Warum nicht? Brauchst du noch etwas? Nein, brauche ich nicht. Leb wohl. Bitte kein Erhabener. Erhabener. So. Da ist er. Der Jüttener Mantel. Ziehen wir mal an. Warum nicht? Schade, dass der nicht leuchtet oder so. Der Feuerriesenmantel, der hat wenigstens geleuchtet. Der hier leuchtet jetzt nicht so. Aber sieht auch nice aus. Cool. Wo ist er denn? Da. Die Runen mal entfernen. Nein. Die Runen mal entfernen. Genau. Und neue Runen rein. Gesundheit ist immer besser. Und dann brauche ich noch einmal. Ja. Einmal brauche ich noch Rüstung. Nice. Okay. Okay, die 5 Punkte kann ich mir auch noch kurz reinschallern. Oh, damit ich mehr Kampfwiderstand habe. Gut. Okay. Alles klar. Oh, warte mal, ich mache die Mütze. Um mal zu gucken. Naja, ist jetzt nicht so mega geil, dieser Mantel. Aber egal. Dann hole ich mir mal jetzt diesen Anführer hier. Dann... Das kann ich ja nicht. Dann hole ich noch die Sachen hier. Tak, 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 tak. Und dann gehen wir die Hauptmission machen. Let's go. Okay. Los geht's. Erhabener. Jüttener Mantel. Ja, ein bisschen Style hat er schon. Jetzt muss ich wieder diese gottverdammten Wölfe töten. Jetzt sind da irgendwo in diesem Wald.
Ah! Voll daneben, Alter. Was ist denn mit denen? Alter! Hä? So, jetzt der letzte. Komm, Heuer! Verwandle dich jetzt endlich zurück zu einem Jüttener! Verdammter Formwandler! Okay. Fress das, du hässlicher Wolf! Genau, sterb im Körper eines Köters. Drecksack. Was? Auch erledigt. Gut, auch diesen Anführer haben wir. Okay, let's go. Dann, das kann ich nicht. Ja, dann mache ich mich hier auf den Weg, hol das. Dann reite ich darüber, hol das. Das. Und dann hol ich das. Let's go. In der Zuflucht kann ich auch kurz vorbeischauen. Da habe ich, glaube ich, auch noch einen Zwerg. Oder sind das die drei gewesen, die wo ich da befreit habe? Ich glaube, es waren nur drei, ne? Ich dachte, ich hätte noch einen. Okay, diese Eisburg, die mache ich nicht. Das ist safe eine Quest. Ganz, ganz sicher. Ich hole jetzt einfach das. Das ist diese Eisburg. Das ist diese Eisburg. Und was ist dann das? Nee, nicht das, sondern... Wo ist denn das jetzt? Also, das ist die Eisburg und das... Da hinten. Das ist auch noch was. Sieht aber auch für mich aus nach einer Quest. Also, dass mich da die Hauptquest hinführt. Aber egal. Ich darf hier nicht erwischt werden. Kein Frieden, keine Ruhe. Komm schon her, mein Freund. Haha! Zack! Komm rein. Okay, hier danach. Brauch einen Schlüssel. Ist irgendwo da drüben. Okay, dann tarne ich mich mal. Ups, das wollte ich nicht. Ich klau mir einfach nur schnell den Schlüssel. Hoppla! Hey, was? Scheiße, die haben mich gesehen! Junge, geh mir nicht auf den Sack! Fettsack. Zahlst den eisernen Preis!
zahle ich denn? Wer hat denn jetzt den Schlüssel? Nein. Habe ich jetzt den Schlüssel? Das war ja dumm. Warum haben die mich denn gesehen? Geh! Zu unser aller Wohl! Ja, ja. Geh, zu unser aller Wohl. Sehr gut. Ach so. Sie für mich sühnen. Okay. Wir werden noch bestraft wegen dir. Ja, ja. Okay, wieder ein Rätsel. Ah, super. Besonderer Met. Scheiße, wo finde ich denn den Stein? Stein vielleicht übersehen? Moment. Ist nichts. Vielleicht ist der Stein doch hier drin. Schade. Hier ist auch nichts. Okay. Ah, jetzt. Okay. Das ist auch wieder. Ja. Thank you.
Das ist... Was ist denn der Stein? Hier? Das ist die letzte Möglichkeit, wo der Stein sein kann. Da ist er. Was ich wollte. Gut. Okay, das hätte ich. Dann zum nächsten. Das und dann den Adler. Zur Hölle. Scheiße. Mist, ich komme hier nirgends raus. Muss ich nochmal ein bisschen tarnen? Und verschwinden. Und los geht's. Auf geht's, Gullen. Jawohl. Das war doch easy. Das war doch ganz easy. Und der rammt einfach einen armen Fuchs weg. Was ist denn hier? Verdammte Axt! Wie bei Bambus Eiern soll ich nur meinen mächtigen Hammer zurückerlangen. Was ist denn? Was betrübt dich denn, Kleiner? Beim mächtigen Ymir. Du? Du bist der Herr Asgards, oder? Ich hörte, dass du hier unterwegs bist. Aber dass ich dich wirklich treffe. Es geht um meinen Hammer. Meinen mächtigen Hammer. Er ist stark genug, um einen Berg zu spalten. Ein unglücklicher Zufall ließ mich stolpern. Und er fiel dort hinein. Wenn du herankommst... Kannst du ihn behalten? Eine so mächtige Waffe darf nicht verloren gehen. Also gut, ich hole ihn. Ja. Wo denn? Er ist in der Mitte, oder? Ja, also scheiß drauf. Einen mächtigen Hammer. Sieht aus wie ein gewöhnlicher Hammer und nicht wie ein mächtigen Hammer. Es ist vollbracht. Eine Kleinigkeit für den Erhabenen. Ja, die Lava war wohl kein Problem für dich. Aber was ist das? Der Hammer! Er ist beschädigt! Ach ja? Ja, sieh nur. Dieser Riss hier im Griff. Du hast die Prüfung bestanden, Erhabener. Prüfung? Was für eine Prüfung? Autsch. Was? Dieser Ort wird gut bewacht. Ja, wo bin ich denn jetzt? Dieser Hund, Alter. Ich bin voll in die Falle gegangen. Oh, mein Kopf. Meine ganzen Waffen, alles weg. Scheiße. Wir haben nur eine Gelegenheit. Also hör ganz genau zu. Was faselst du denn da? Wer bist du? Was geht hier vor sich? Wenn du nicht willst, dass ich diesem Feuerriesen sage, wer du wirklich bist, während du dich nicht wehren kannst, solltest du auf mich hören. Nicht wehren? Du wagst es mir zu tun? Ich zerquetsche dich gleich an der Wand. Halt dein Maul, sonst stopfe ich dir. Keine Zeit für Erklärungen. Ich locke die Wache an, du schnappst dir den Schlüssel. Hol uns hier raus und ich erzähle dir alles. Bereit? Was? Okay. Hey, du! Ja, du! Komm mal her! Ich weiß Dinge, die dein Anführer sicher spannend findet. Nun gut, erleuchte mich! Was für Unfug wirst du diesmal erspinnen? Deine Mutter hat mir gestern Abend einen Besuch abgestattet. Die ist seit Jahren tot, du Narr! Ja, naja,
Du Trottel. Ich? Ein Trottel? Surt ist ein König, oder? Der will sicher wissen, wo sich der Erhabene von Asgard befindet. Oh oh. Ja, was für ein Mist dir wieder aus dem Maul rennt. Und wenn ich dir sage, dass ein gewisser Havi näher ist, als du denkst? Dann sage ich, dass deine Hinrichtung auch näher ist, als du denkst. Ich weiß, wo der Erhabene ist. Komm einfach kurz her und ich flüstere es dir ins Ohr. So wie du riechst, bleibe ich dir lieber fern. Wenn du was zu sagen hast, dann sag es laut. Im Ernst? Havi ist mein alter Kumpel. Wir kennen uns schon seit Jahren. Jeden Tag. Jeden Tag muss ich dich und dein elendes Gesaja ertragen. Ich wünschte, jemand würde meinen Qualen ein Ende bereiten. Pass nur auf, was du dir wünschst. Scheiße. Ich muss tatsächlich mit Fäusten jetzt gegen den kämpfen, ne? Na, so gut. Nimm das! Na komm! Hoch die Fäuste! Ja, da, da! Ja, daneben! Bam! Bam! Oh! Oh, was? Oh, was? Oh, du fettes Riesenbaby! Ja, da, da! Oh. So, das war's, du Penner! Sehr geil. Meine Rüstung und meine Waffen, alles. Na endlich, hol mich hier raus. Warum sollte ich das tun? Ah, ich bin ja kein Unmensch. Ist hier irgendwo... Hol uns hier raus. Ich verspreche, ich kann alles erklären. Okay. Steh auf, wir gehen. Nur wenn du mir versprichst, mich rauszuholen. Um jeden Preis. Hier töten sie mich. Sag mir, was hier vorgeht, sonst töte ich dich. Die Feuerriesen haben mich gefangen genommen und hier eingesperrt. Auf der anderen Seite dieser Öffnung ist alles voller Lava. Alleine komme ich nicht raus. Aber du... Lava scheint dir nichts auszumachen, meinte jedenfalls unser gemeinsamer Bekannter. Der gestaltwandelnde Jöton? Der, der mich hereinlegte und von einem übermächtigen Hammer redete? Ach, die olle Kamelle! Wenn du den echten Hammer willst, trag mich durch diesen Tunnel. Ah, na schön. Ah, toll, ich muss immer die Leute tragen, Alter, das ist auch zum Kotzen. Auch aber so ein Baum. Oder so Blumen. Das geht natürlich auch. Okay. Oh, heiß, heiß, heiß! Sei leise, sonst lasse ich dich fallen. Beeil dich! Komm, Erhabener, Zeit zu gehen! Ja, aber hier... Ah, okay, ich bin... Ich bin tatsächlich an der Ding. An dieser... Ja. Festung. Riechst du das, Erhabener? Der süße Duft der Freiheit. Und das haben wir dir zu verdanken. Was hast du verbrochen? Außer ein Zwerg zu sein, der Eindringlinge bekämpft? Was für Eindringling? Ich bin Schmied. Kurz bevor unsere Lande angegriffen wurden, bewaffnete ich allein ein ganzes Heer. Die tapfersten aller Zwerge. Clans legten ewige Fäden bei und schlossen sich gegen die Feuer- und Eisriesen zusammen. Doch am Ende half alles nichts. Sie sperrten mich ein, sagten, ich solle Waffen für Muspels Volk machen. Ich antwortete, ich würde eher sterben.
und wegen des Hammers. Ich weiß, nur ein Luftschloss. Aber immerhin ein gutes. Du tatest all das in dem Wissen, dass der Hammer erfunden war? Ich verstehe, warum man dich den Erhabenen nennt. Naja, es dient dir ja auch, damit er rauskommt, der gute Odin. Der jetzt zurück zur Zuflucht, oder? Also, das wäre das Klügste. Da ist er! Endlich in Sicherheit, Bruder! Ich wusste, ich würde jemanden finden, der dir hilft. Hä? Wer hätte gedacht, dass ich mich mal so freuen würde, dein hässliches Gesicht zu sehen? Gut gemacht, Bruder. Hässlich? Boah. Wann hast du zuletzt in den Spiegel geschaut? Vater hätte dich bei deinem ersten ekligen Atemzug von der Klippe schleudern sollen. Schön, dich zu sehen. Na sowas, der Jötun, der mich überlistete. Und ihr seid Brüder? Ja, zumindest Halbbrüder. Unser Vater war Travi, der berühmte Zwergenentdecker, der die neuen Welten bereiste. Travi und meine Mutter sind Zwerge. Er ist halb Zwerg, halb Eisriese. Wir haben noch eine Schwester. Die ist halb Zwergin, halb Feuerriesen. Und was? Noch einen Halbbruder, der halb Bär ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Was? Euer Vater Travi war recht umtriebig. Er wusste, sich die Zeit zu vertreiben. Dir gebührt unser Dank, Erhabener. Wir werden auf deine Ehrbarkeit anstoßen. Genießt eure Freiheit und macht keinen Ärger, Jungs. Tja, der Zwerg, der alles poppt, oder was? Selbst vor einem Bären macht er nicht Halt. Alter Falter. Ah, wie lustig. Hä? Warum ist jetzt diese Quest jetzt nicht beendet? Naja. Diesen Wachen entgeht nichts. Diesen Wachen entgeht nichts. Zeig es mir. Okay. Wir brauchen noch einen Schlüssel. Hier gibt's wieder zwei wertvolle Dinger und das war's. Okay. Was ist da drin? Geh! Kannst du's nicht richten? Ach Gott, hast der mich gerade erschrocken. Mir dein Huga. Verschlossen. Muss von der anderen Seite versperrt sein. Muss von der anderen Seite versperrt sein. Lunger hier nicht rum? Alter Gusch. Ich lunger rum, wie ich will. Na okay, da ist kein. Das ist im Boden. Okay. Ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche den Schlüssel. Wer hat denn den Schlüssel? Na er. Kann ich ihn nicht klauen? Gut. Ich muss das. Das habe ich auch noch. Jawohl. Hä?
hier irgendwo eine Höhle geben oder so. Wer stört denn nun schon wieder? Zack, ich. Gut. Und Scotty, wir sind auf Trading. Und rein. Alter! Ah, scheiße. Wo ist der denn? Scheiße, Alter. Eigentlich wollte ich das leise machen, aber irgendwie... Jetzt habe ich nicht mal den erwischt, den ich erwischen wollte. Genug gespielt! Ja, ja. Genug gespielt. Genau, du sagst es. Au, Alter. Yo. Was ist das denn für ein Riesenbaby wieder? Kraft ist schon geil. Habt her! Ja, zack, zack, zack. Weggeschnitzt. Gleich knallt es! Zack, zack, zack. Ja, ja, Schnauze. Oh. Oha. Hier, da, du kriegst auch noch. Bam, bam. Bam, bam. Alter, was? Alter, ist das einfach. Bam, bam, bam. Ah, oh, come on, Alter. Kommen einfach alle. Achso. Oh. Das war nix. Alter, jetzt hab ich hier alles voll. Ja, was soll denn das? Das war nix. Jetzt nochmal. Komm jetzt her. Da, hol die feige Spinne runter. Ey, jetzt bleib mal stehen. Wer ist denn hier die Feige? Okay. Das war echt. Habe ich mich so bemüht, nicht so aufzufallen, und dann falle ich auf wie Butter. Na egal. Pflügen heißt das. Achso, du meinst, weil ich gesagt habe, der bumst alles. Ja. Es tut mir leid.
Ich meinte natürlich, er pflügt alles, was nicht auf den Beinen ist. Auf den Bäumen ist. Bei drei auf den Bäumen ist. Okay, ja, da war ich jetzt. Wo bin ich denn eigentlich? Ah, ich bin hier. Ah, nice. Gut, dann... Also diese zwei lasse ich mal noch. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Zu Ivaldi. Mach Hauptmission weiter. Okay. Ivaldi ist hier. Oh, hier ist sogar noch so ein Wolf. Wolf, die töte ich noch, bevor ich zu Ivaldi gehe. So ein Wolf. Ich glaube, der letzte Anführer ist das. Dann habe ich alle Anführer getötet. Nee, irgendeiner ist noch beim Schwarzstrand. Weiß nicht, ob ich den schon gekillt habe. Boah, der ist ja voll weit weg. Was? Ach, was mache ich denn? Ich stelle mich tot. Ja, komm schon. Ja, oder ich nehme die Blumen. Auf geht's! Deine Brüder wollen mich umbringen. So. Alter, wie mächtig dieser Angriff ist mit den zwei Äxten, das ist ja nicht mehr feierlich, wie abnormal mächtig dieser Angriff ist. Der macht ja die Gegner kurz alle fertig, dieser Angriff. Habe ich die nicht schon getötet eigentlich? Und Sword? Seine Leute wissen nichts davon. Jetzt nicht gleich tot. Alter. Ich tu mal den Tod bestätigen, Jungs. Okay. Das war der letzte. Euer Anführer ist tot, ihr solltet das Weite suchen, ihr verdammten Jüttenheimer Bastarde! Das war's. Reist du da nicht auf einem Schwein, ja? Ja. Das tue ich, Venom. So. Also.
Auf geht's zur Hauptmission. Ich weiß zwar nicht, was das bringt. Ich habe jetzt die Jüttenheimer Ding, Rüstung von denen bekommen, wenn ich die alle umgebracht habe. Okay. Wo ist Ivaldi jetzt? Gar nicht weit weg. Egal. Das ist die alte Werkstatt, von der Ivaldi gesprochen hat. Ich sollte nachsehen, ob er schon da ist. Etwas gefunden, das deiner Fähigkeiten würdig ist? Die werden reichen müssen. Schon bald wirst du sie einsetzen können. Bei Ymir ist das ein Hugakehr? Ich wusste gar nicht, dass es sie wirklich gibt. Ich kenne alle Sagas deines Volkes, doch hörte ich nie Ich sprach von... nicht von meinem Volk. Du meinst die Lichtalben? Es gibt nicht viele, die sich an die Kinder des Lichts oder ihre Geschichten erinnern. Ich schon. Als Surt in ihre Lande einfiel, baten sie mich um Hilfe. Aber der Krieg mit den Vanir hatte gerade erst geendet und ich war müde. Viel später erfuhr ich, wie Surt das unsterbliche Licht der Alben verschlungen hatte. Huger um Huger. Womöglich ist es genau dieses Licht, das es ihm nun erlaubt, dem Tod zu trotzen. Und während der Eroberung muss er das Wissen über die Hugakeh entdeckt haben. Aber was bezweckt er? Welche Hugier trägt er in sich? Die zweier Kriegsfürsten, ein Feuerriese und ein Jötun. Nichts weiter? Nein, zumindest nichts von Wert. Er spricht die Wahrheit. Ach, da ist er ja wieder. Du gibst dich mit einem Feuergeist ab? Einem Feuergeist? Ich bin der heißeste Feuergeist in ganz Svartalfaheim. Lass mich dir Aesha vorstellen. Tochter des Surt, den sie verraten hat, und eine Freundin von mir. Auf deine alten Tage wirst du ganz rührselig. Was hast du herausgefunden? Nur Gerüchte. Mein Vater baut etwas Großes und Mächtiges wieder auf. Doch was genau es ist, weiß ich nicht. Und der Hugakeh soll Teil von diesem Etwas werden. Höchstwahrscheinlich. Auf jeden Fall ist er meinem Vater so viel wert, dass er tatsächlich deinen Sohn dafür eintauschen könnte. Kehre zu deiner Stiefmutter zurück. Bereite den Austausch vor. Und noch etwas. Ich würde mich besser fühlen, wenn du geschützt bist. Sinmara reist überall herum. Aber ich werde mich ihr wie gewünscht wieder anschließen. Was der Hugakeh auch ist, ich muss ihn zurückstehlen, sobald Balder gerettet ist. Warum? Ragnarök kommt. Ich habe meine Pläne, aber die sind nicht vollkommen. Vielleicht bietet der Hugakeh einen anderen Ausweg. Einen, mit dem ich jene, die mir wichtig sind, retten kann. Sogar dich. Um seine Geheimnisse zu entschlüsseln, brauche ich Hilfe. Gerüchten zufolge ist in der Nähe eine Zuflucht. Vielleicht kann man mir dort helfen. Ich kenne den Ort. Heimat der am schlechtesten gelaunten Hohlköpfe. Sag ihnen, dass ich dich schicke. Kein Zwerg lässt sich die Gelegenheit entgehen, mit Ivaldi zu arbeiten. Wangrin war einst die Heimat deiner Rivalen, Sindri und Brock. Dein Name gilt dort vielleicht nicht so viel, wie du glaubst. Dass ich nicht lache. Die beiden sind ohne Belang. Ich folge dir, sobald ich eingesammelt habe, was ich brauche. Okay, dann gehen wir zur Zuflucht. Oh, Schnellreise brauchen wir nicht da lange jetzt suchen. Die haben wir ja schon freigespielt.
Okay. Du Ach bist ja. stets willkommen. Ach, jetzt bin ich plötzlich willkommen. Okay. Ich hab hier irgendwo noch einen befreit. Den hier, ne? Habe ich dich doch wiedererkannt. Schön, dich zu sehen, Erhabener. Und das ohne Mord und Totschlag. Hier, du hast mich gerettet. Und ich will mich erkenntlich zeigen. Dafür danke ich dir recht herzlich. Danke. Wir können ein paar Haufen Zwerge so viel Hase? Hier? Ich schätze es nicht, wenn ich unterbrochen werde. Bezaubernd. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Wie kann ein Haufen hungernder Zwerge so viel scheißen? Bitte die, der Meister. Ist der hier? Manchmal glaube ich, Reda denkt sich das alles aus, um uns zu beschäftigen. Ach. Danke, dass du den Auftrag annimmst. Die Reda wieder. Seid gegrüßt. Ich bringe Kunde von Ivaldi. Was kümmert es mich? Sprich mit dem Vorarbeiter. Dem Vorarbeiter? Ja, dem Chef. Ögmund heißt er. Denn ich vorher gerade gesagt so, ja, lass mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit. Der hier? Ja, das ist der. Auf ein Wort, mein Freund. Ivaldi erbittet eure Hilfe. Geht mich nichts an. Red mit Ögmund. Ist er der Meister dieser Werkstatt? Meister? Nein, aber er ist der Chef, wenn die Meister nicht da sind. Ich sollte mal mit Ögmund reden. Alter. Die verarschen mich doch. Und so erscheint er. Asgard. Ach, schon wieder falsch. Du kommst wieder. Und dann warten mehr Verträge. Ja, ja. Sei willkommen, Freund. Ja, ja. Wo ist denn der jetzt? Ach, warum da. Bist du hier? Das ist doch der Griesgrämige. Ja, lass mich in Ruhe. Laber mich nicht an. Ja, ist er doch. Was willst du denn? Ivaldi schickt mich. Er braucht die Hilfe fähiger Hände. Ein Wissensaustausch, was? Tja, das hab nicht ich zu entscheiden. Sprich besser mit Brock oder Sindri. Die leben noch? Wo sind sie? Keine Ahnung. Sindri ist zu Abenteuern aufgebrochen. Das ist sein Ding. Allerdings ist er schon eine Weile weg. Was heißt eine Weile? Ein paar Wochen. Und seine Abwesenheit sorgt dich nicht? Es ist nicht meine Sache, wohin er geht. Und Brock? Der ging Sindri suchen, ist ein ziemlicher Schwarzseher, seit er beim Schmieden von Mjölnir Mist gebaut hat. Na egal, sag mir einfach deinen Namen und ich sage Brock Bescheid, wenn er wiederkommt. Sag ihm, der Herr Asgards war hier. Der Herr bei Ymir. Bist du es wirklich? Ich kehre heute Abend zurück. Hole du derweil Ivaldi. Er ist in den Überresten der alten Werkstatt. Tja. Okay. Triff dich nachts mit Brock. Okay, und wo? Wo soll ich mich jetzt wieder mit ihm treffen? Wo ist denn der? Nachts. Ja, und wo? Hä? Bin ich jetzt blind? Ich sehe es wieder nicht. In der alten Schmiede. Was haben wir denn jetzt gerade? Tag oder Nacht? Ich weiß es nicht. Ich war nicht draußen. Ach, verdammt. Schön, dich zu sehen. Na, hier ist die verfluchte Rüstung. Wo sieht man denn, was für ein Tag ist? Ist Tag? Ist es Nacht? Ist es Nacht, Tag? Was ist es denn? Ach, egal. Ich warte einfach hier. Was ist hier?
Ist es jetzt Nacht? Siehst gut aus. Triff dich nachts mit Brock. Ist das ein Hase? Ah, hier. Ist Brock hier? Na, rette mal. Konnte! Konnte! Es scheint noch nicht Nacht zu sein. Also nochmal. Von allen unseren Feinden ist Simara die bösartigste. Ich erinnere mich daran, als sie und Surt erbitterte Widersacher war. Sie führte einen Putsch aus und nahm sich fast seine Krone. Und dann verkündete sie ihre Heirat. Ich weiß nicht, welches Abkommen getroffen wurde, aber wir müssen uns stets vor ihre Ränken in Acht nehmen. Odin zu einem jugendlichen Baldir. Ist das nicht Harvey? Dreimal hat sie mich gestochen. Dreimal. In die Hand, den Hals und dann ins Auge. Ein wahrer Meister erduldet solche Kleinigkeiten. Kleinigkeiten? Diese Bremse war so groß wie ein Eichhörnchen. Ein großes. Ein Troll könnte mir die Gliedmaßen ausreißen und doch würden meine Hände die Arbeit allein beenden. Das ist Hingabe. Das ist Leidenschaft. Das ist... Pferdescheiße. Meister Brock, ich bin froh, dass du es nach Hause geschafft hast. Und dein Bruder? Konntest du ihn finden? Stimmt. Du hast nie gesagt, wo er steckt. Ich glaube, Sindri ging auf Abenteuerreise. Abenteuer? Nein, ganz und gar nicht. Er sucht einen besonderen Met. Er sagte, er verschmachtet sich danach. Einen Met? Ja, einen besonderen Met. Suttungs besonderen Met? Was hat der Eisarsch damit zu tun? Wir sind hier nicht in Jötunheim, falls du es nicht bemerkt hast. Es gibt einen Met, den sie unten in der Brauerei herstellen. So süß, dass er... Also, er ist einfach scheißsüß, klar? Jedenfalls hatte Sindri da irgendwie Lust drauf. Nur ein Horn oder zwei, sagte er. Und weg war er. Das war vor einem halben Monat. Ich riet ihm davon ab. So viele Riesen unterwegs. Aber er wollte nicht hören. Er immer mit seinem Heißhunger. Wo finde ich diese Brauerei? Östhorp. Südöstlich von hier. Jenseits des Sumpfes. Kaum zu verfehlen. Gehst du ihn retten? Ich finde ihn, ja. Und danach werdet ihr es mir vergelten, indem ihr Ivaldi bei einer Aufgabe helft, die ich ihm gestellt habe. Augenblick mal, wir haben nicht... Gut, also abgemacht. Wegen dieser Bremse, das war Loki. Selbst Thor hätte seinem Stich nicht standgehalten. Okay, da waren wir vorher. Das habe ich davor... Ja, genau, da waren wir vorher. Da haben wir gerade eben... Vor kurzem haben wir da was geholt. Ich wusste es wieder, dass ich wieder an den gleichen Ort muss. Aber da habe ich mich, glaube ich, durchgemetzgert. Das ist der Ort, wo ich mich durchgemetzgert habe. Eins muss ich Sindri lassen. Trotz allem, was geschehen ist, wagt er es noch immer, sich ein Horn von Svartalfheims besten Met zu genehmigen. Whee! Ja, das ist, da habe ich mich ja durchgemetzgert. Da dürfte eigentlich fast keiner mehr am Leben sein. Der süße Duft von Met. Verdorben vom Gestank der Feuerriesen. Schon wieder einer. Was ist denn da los? Schon wieder einer. Hä? Na gut. Zack. Okay.
Der Metduft wird stärker. Das muss das Lager sein. Sindaris Nase wird ihn hierher geführt haben. Sicherlich. Was siehst du, alte Freundin? Ja. Keine Ahnung. Wo ist Sindri? Ich muss da rein. Verdammt. Ich habe wenig Kraft, ich muss welche umlegen. Ah, der hat mich gesehen. Ich bin schneller! Ach komm, Alter. Plünderer! Zu den Waffen! Nee, da habe ich mich reingeschlichen vorher. Feiges Arsch bist du! Okay. Blut auf dem Boden. Sie mich suchen. Dieser Hammer trägt Sindris Zeichen. Und hier ein Beutel mit gerösteten Eicheln. Das Blut ist viele Tage alt. Eine Spur führt hinein, die andere hinaus. Sie ihn hier gefangen gehalten. Muss es doch eine Spur von Sindri geben. Hier hing eine Kette. Den Kerben nach zu urteilen, war etwas Schweres daran befestigt. Ich habe genug Zwerge getragen, um zu wissen, dass sie nicht so leicht sind, wie sie aussehen. Okay. Was? Ab zu den Trollen! Ach, come on. Gemeinsam abziehen! Hier ist keiner mehr. Verpisst euch. Ich habe ihn umgebracht. Er ist geflohen. Okay. Na toll, Alter. Alarm auch noch. Okay. Ist das, was Sindris besonders angeht? Wenn ich mir diese Pfützen ansehe, muss er wohl darin gebadet haben. Jetzt geht die Türe nicht mehr zu. Scheiße. Was haben wir denn hier? Die Feuerriesen haben hier in der Nähe ein Gefängnis. Jarnshusen nennen sie es. Vor einigen Tagen wurde Sindri gefangen, während er draußen herumschlich. Er wurde zum Verhör hierher geschleppt. Sie nahmen ihm seine Habseligkeiten ab, sogar seine gerösteten Eicheln, eine der vielen Zwergenspeisen, die ich nie verstehen werde. Sie versuchten, seine Zunge mit gerade dem süßen Met zu lockern, auf den er aus war. Sie ertränkten ihn fast darin. Doch die Zuflucht wurde nicht überfallen. Also muss Sindri sich unbeugsam geweigert haben, den Standort preiszugeben. Stattdessen wurde er fortgeschafft. Blutend, besoffen, aber am Leben. Wahrscheinlich, um ihn noch mehr zu foltern. In einem behelfsmäßigen Gefängnis namens Jarnshus. Dorthin sollte ich als nächstes. Okay. Wo ist dieses Gefängnis? Ah, okay, jetzt komme ich dahin. Nice. Ja, also. Machen wir Schnellreise. Und dann verschwinden wir, gehen wir dorthin. Und retten Sindri.
In diese Richtung. Er ist einfach zu Alexios geworden. Aber gut, er ist ja auch ein Iso. Odin ist ja auch ein Iso. Gibt's eigentlich nichts zu rütteln. Warum nicht? Voll. Okay. Kein Bock auf Wölfe. Das war so ein Gefängnis. Ich dachte, das wäre ein Ding. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein kleines Dorf der Zwerge. Ehemaliges Dorf der Zwerge. Wo die Jüttener natürlich mit ihrem Eis jetzt überzogen haben. Okay. Kapuze auf. Los. Hier stinkt es nach Elend. So etwas würde ich selbst Loki nicht wünschen, trotz all seiner Verbrechen. Vermutlich wurde Sindri vor 4 Tagen hierher gebracht. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Stinkt es nach Elend. Das bedeutet, einige sind schon tot, ha? Hilfe! Hier bin ich! Hilfe! Hilfe! Besser ist es, wir sind nur Eisriesen. Eine Tarnung wäre nicht schlecht. Wo ist denn dieser Stein? Er ist oben. Steine, die der Zwerg erwähnt. Okay. Erst tot, ich will noch das. Ja, ja. Ist nur eins, oder was? Ach, das wären mehr. Es wären mehr. Ja, da ist es doch. Da ist es doch. Die Riesen sind gnadenlos. Wenn ich auf sie treffe, werde ich es auch sein. Tschüss. Quader! Quar! Alter, wie... Also... Adleraugen. Echt, wirklich. Schön ins Gebüsch gefallen. So muss das sein. Und tschüss.
Zack. Danke für den Reichtum. Verriegelt. Sie auch. Was war hier auf dem Dach? Super. Geht's nicht. Verdammt! Hier! Hilfe! Was mach ich denn jetzt? Ah. Schauen wir nach Zintri. Zack. Und tschüss, mein Dicker. Nee, wir bleiben erstmal ein bisschen leise. Eine Axt werfen. Gleich wieder erkannt hier. Was passiert denn da? Hilfe! Zu Hilfe! Zack! Tschüss! Kapuze auf und öffnen. Möge das Schicksal dir hold sein! Die meisten der Toten wurden über dem Feuer gerüstet. Die Leiche dort drüben. Ich hoffe, es ist nicht der, den ich denke. Oh! Hier, Hilfe! Scheiße, Zintri ist nicht tot, oder? Durch? Höchstwahrscheinlich schon, ja. Aber ich muss laufen. Dieser Ort ist schrecklich. Nicht einmal die Zwerge verdienen es, so zu leiden. Okay. Tschüss. Okay. Zufall führte zu Sindris Gefangennahme. Aber wie er starb, das war kein Zufall. Als der Feind erkannte, welche Beute er da in den Klauen hielt.
Scheiße. Wie schade. Er stirbt. Okay. Dann bringen wir ihn zu Brock. Damit er ihn wenigstens beerdigen kann. Wir sollten nicht durch die Siedlung hier rennen, oder? Nee, hier war ich. Ja, alles gut. Auf geht's, Gullen! Selbst eines solchen wie Sindri haben weniger Macht. Doch es muss einen Grund haben, dass Kaldar den Hugakir mit den Geistern so vieler verschiedener Völker sättigt. Feuer- und Eisriesen, ein Zwerg und wer weiß was noch. Unter den Zwergen? Okay. Bitte lass das nicht unseren verschollenen Meister sein! Doch, leider ist es der. Wen bringst du da? Nein, das darf nicht sein. Meister Brock, ich teile deine Trauer, glaube mir. Dein Bruder war der würdigste unter den Zwergen. Mehr als du es ahnst. Oh, Sindri, nein, nein. Mein lieber Sindri. Draußen werden die Begräbnisvorbereitungen getroffen. Ich muss die Gelegenheit nutzen, um Brock auf meine Seite zu ziehen. Der denkt nur an seine Sache. Ich muss mit Brock sprechen. Die armen Zwerge wollen trauern und er denkt nur, ich muss die Gelegenheit nutzen. Ich will nicht sterben. Ragnarök muss aufgehalten werden. Ich muss meinen Sohn retten. Ich denke nur an mich. Richtiger Egoist.